Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier in Königreich Burgund, wo wir gemeinsam auf den Großmeister Enrique, den Großmeister der Jakobsritter, schauen. Der Ritterorden, der jetzt zuletzt von unserem Mikel gegründet worden ist, ein wenig davon motiviert und ja durchaus auch in der Idee beflügelt, ob des erfolgreichen Kreuzzugs in Saporischia, wo ja auch ein de la Côte am Ende jetzt König geworden ist, König Otto von Saporischia. Und naja, in dem Zuge, so ein bisschen als Ergebnis dieses erfolgreichen Kreuzzuges, ist eben nun der Jakobsritterorden gegründet worden, der hier bei uns in Burgund ansässig ist. Und nun ja, wir werden mal sehen, inwieweit der vielleicht auch in Zukunft für uns, für das Königreich und für Kämpfe gegen Ungläubige auch zur Verfügung stehen kann und sich einen Namen machen kann. Ansonsten ist im Moment so ein bisschen die Frage, was in Burgund wieder getan werden kann, denn es breitet sich eine sehr schwere Krankheit wieder aus. Ich meine auch eine Pockenkrankheit, die aus Frankreich zu uns herübergeschwappt ist und jetzt die Rhön herhochzieht, auch bis nach Leiden. Mal schauen, ich denke, da sind die Aktivitäten so ein klein wenig eingeschränkt. Wir werden schauen, was noch möglich ist. Ansonsten hat aber unser Mikel aktuell auch noch ein wenig Gold zur Verfügung. Und nun gut, faul wie er ist, wird er selber sich jetzt nicht groß ransetzen, aber vielleicht schauen, ob einen großen und guten Hofbaumeister hat oder finden kann, der für ihn dann einige Ausbauten plant und in die Wege leitet. Ein kleines Problem oder zumindest auch eine Herausforderung, was Ausgaben angeht, sind unsere aktuell, naja, es sind nicht mal geringe Einnahmen, aber es ist eine gar nicht mal so gut ausfallende Bilanz aktuell. Und wir haben vor allem auch wegen der Legende, die wir fördern, unsere eigene aktuell relativ hohe Ausgaben, wodurch wir nur ein Saldo von plus 2 haben im Monat. Das ist nicht so besonders viel, und wenn wir jetzt noch ein weiteres Hofamt, ich meine, es gibt natürlich hier viele Ausgaben, auch aufgrund der Faulheit unseres Königs. Wenn wir jetzt noch nach einem Hofbaumeister schauen, dann sind das natürlich wieder weitere Ausgaben, die dazukommen. Wir schauen mal, ob sich dort jemand hervortut. Ihr seht, das ist schon fast wieder ein Gold. Ein Bürgermeister. Er hat einen guten Verwaltungswert. Unser Hofchronist, der hat andere Aufgaben. Unser Stallmeister. Naja, so richtig gut geeignet ist da niemand, ehrlicherweise. Dieser Bürgermeister vielleicht noch am ehesten, auch wenn er einen kleinen Abzug bekommt, weil er selbst als Bürgermeister natürlich mit seinen Verwaltungs- und Herrschaftsaufgaben, wie es hier heißt, betraut ist. Nun gut, aber wir werden ihn mal einsetzen. Und dann seht ihr schon, das sieht deutlich schlechter aus. Und dann werden wir aber auch mal zusätzlich schauen, wir haben doch hier noch unseren Onkel. Der kann doch auch noch Gebäudebauzeit reduzieren, wenn er die Entwicklung fördert. Auf der anderen Seite, ja, die schlechte Bilanz spricht natürlich auch dafür, dass er Steuern eintreibt. Das erhöht überhaupt die Domänensteuer. Wenn wir das jetzt ändern, könnte es sein, dass das hier ja 8% noch zurückgeht. Also zumindest das, was aus den Domänen kommt hier. Der Bereich wird das sein. Und es wird sich natürlich weiter erholen. In Grenoble hier, die jetzt aktuell neu dazugewonnene Baronie, da sind die Einnahmen natürlich sehr, sehr schlecht, weil hier die Kontrolle noch wirklich miserabel ist. Die werden sich noch erhöhen, aber dennoch ist das nicht ganz optimal. Ich denke, wir werden ihn hier mal bei den Steuern eintreiben lassen. Dann werden wir zuallererst aber auch mal in Leiden schauen, was wir noch ausbauen können. Und ich finde, was sich anbietet, sind nochmal die Wassermühlen hier direkt am Fluss zu verbessern. Und zwar können wir dort jetzt Kurbel- und Pleuelstangen nutzen. Mit einfachem Holzgetriebe ist die Drehgeschwindigkeit der Mühlsteine nicht mehr unmittelbar den Launen des Wetters unterworfen. Oder beziehungsweise in diesem Fall des, naja, im weitesten Sinne ist das auch
Wetter, wie viel Wasser hier den Fluss hinunterläuft etc. Das werden wir mal verbessern, erhöht dann auch nochmal unsere Steuern um 0,4. Die Versorgungsschwelle wird erhöht, Gebäudebaukosten wird reduziert und der Entwicklungszuwachs ist auch nochmal erhöht. Das werden wir verbessern und ich denke, wie lange werden die dauern? Oh, 3 Jahre. Wow, okay, das ist natürlich lange. Ich wollte gerade sagen, wenn die abgeschlossen sind, schauen wir nochmal nach Grenoble. Aber vielleicht können wir das auch jetzt schon tun. Gibt es hier denn etwas Besonderes? Krankenschiffe, Milizlager, Stallungen, Grobschmiede, Kriegerhallen. Auch hier können wir Mühlen bauen. Windmühlen oder Wassermühlen, Werksteppen. Wir haben hier doch das schwere Fußvolk stationiert, ja. Da würden natürlich Kriegerhallen nochmal dafür sprechen. Persönliche Bande, die auf den Schlachtfeldern geknüpft werden, verdienen Gedenkhallen, in denen alte Krieger ihre wundersamen und doch glaubwürdigen Geschichten mit verträumten jungen Menschen teilen können. Mhm. Macht nochmal den Schaden für schweres stationiertes Fußvolk höher. Bringt allerdings keine Steuern ein. Grobschmiede bringt Kriegsvolk stationiert überhaupt plus 10%. Eigentlich besser in dem Zusammenhang, in dem Erze in Öfen erhitzt und dann mit Hämmern in die gewünschte Form gebracht werden können, Grobschmiede die umliegenden Gemeinden mit den nötigen Werkzeugen und Waffen ausstatten. Klingt eigentlich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll. Passend hier vielleicht auch zu den einfachen Erdwellen. Was haben wir hier auch? Erzminen? Ja, wenn wir hier Erzminen haben, dann auch eine Schmiede in der Nähe zu haben, ist doch umso besser. Wir werden die Rennöfen bauen. Sehr schön, das braucht in Anführungszeichen nur 15 Monate. Ansonsten hatten wir noch unsere, was war es denn? Unsere Schwägerin, die Königin aus Pommern, die neue Königin, Schwägerin, weil sie die Schwester unserer Gemahlin ist. Sie wollte zuletzt kein Bündnis, weil wir im Krieg waren. Das sind wir jetzt aber nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal anfragen, haben wir eine Möglichkeit, mit ihr ein Bündnis einzugehen. Das ist, denke ich, sehr, sehr gut und für uns nochmal ein wertvolles Bündnis. So, das ist auch direkt geschmiedet, sehr, sehr schön. So, wir sehen auch, dass sich das hier schon ein wenig verbessert oder verändert. Ein blutiges Erbstück. Ich prüfe die Klinge eines Schwertes, während mein Chronist und ich die Waffenkammer in Leiden durchstöbern. Die Klinge ist scharf und gut geschliffen. Tista interessiert sich jedoch mehr für eine der Waffen, die an der Wand hängen. Ich habe schon viel über diese mächtige Waffe gehört, Herr, haucht er voller Bewunderung. Ich habe gehört, dass sie allein durch eure Hand ein 50 Dutzend Feinde getötet hat. Naja, gut, vielleicht, ja, möglicherweise während des Kreuzzugs. Der Jagdspeer, ja, ist in der Tat treu und tödlich und wurde immer wieder mit Blut meiner Feinde getränkt. Er ist eine gute Klinge, eine rote Klinge. Und sie wird noch viele weitere Leben fordern, dann werden wir ein blutrünstiger Krieger. Naja, blutrünstig passt nicht so wirklich zu unserem mitfühlenden König, wie ich finde. Nun, das sind nur die, an die ich mich erinnere. Okay, die kombiniert Diplomatie und Kriegsführung, was wir beides nicht wirklich können. Die Legende der Waffe wächst. Oder es könnte auch nichts passieren oder nicht viel mehr als das, Tista. Er gewinnt Meinung von uns, weil er beeindruckt ist. Finden uns aber ohnehin schon super. Ja, ich meine, hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber das sind nur die, an die wir uns erinnern. Naja, es gibt ja auch viele, ich meine, diese Waffe geht schon durch einige, ich meine, König Girard, können wir mal schauen, sie hat 1, 2,
drei weitere Träger vor sich gehabt. Von daher sind das nur die, an die wir uns erinnern. Aber die sind weitere durch unsere Vorväter, sind durch dieses Speer, durch diese Waffe gestorben. Von daher würde ich sagen, das passt schon. Ja, aber wir waren nicht erfolgreich. Ja, die Chancen für einen Fehlschlag sozusagen. Was geht denn jetzt hier ab? Warum geht denn das plötzlich wieder so in den Keller? Die Dienste einer Fürstin. Unsere Amme spielt hier ein Instrument. Sehr schön. Wir scheinen uns darüber zu amüsieren. Und war sehr gelandt und sie war wunderschön. Und war ein Held und sie war wunderschön. Es dauert nicht lang, um herauszufinden, woher die Musik kommt. Schon bald erblicke ich Ingeltrude an eine Steinbank gelehnt. Ihre Laute, es ist nicht wirklich eine. Achso, es ist aber auch nicht Ingeltrude. Doch, es ist Ingeltrude, aber das ist keine Laute. Ah ja, sagt sie mit leuchtenden Augen, ist es wahr, dass der Grund für eure Legende darin liegt, Elisabetta zu beeindrucken? Nein. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin verheiratet. Es wird ein Kapitel geändert, okay. Sie ist dann wirklich wunderschön, oder ich habe es für mich selbst getan. Naja, wir haben es für uns und für unser Haus getan. Ja, dementsprechend. Wer ist sie denn? Ich meine, warum sollten wir das für sie getan haben? Unser Töchterlein, bedingungslos, die kleine Philomena. Als ich mich im Ratssaal über die Karte beuge, lenkt ein plötzliches Knarren meinen Kopf in Richtung Tür. Meine Tochter Philomena erscheint auf dem Flur und watschelt mit einer für ihr Alter erstaunlichen Geschwindigkeit auf mich zu. Sie umarmt mein Bein fest und legt den Kopf in den Nacken, um zu mir aufzuschauen. Ich sehe sie an, während ich versuche, meine Tränen zurückzuhalten und streichle ihr mit der Hand übers Haar, um die Geste zu erwidern. Oh. Ihr seid, nicht weinen, nicht weinen, eine gute Tochter. Ach schön, die beiden. Das ist doch wunderbar. Oh mein Gott. So, jetzt geht's aber hier los. Hier greift ein Dynastiemitglied an. Graf Perret Arnaud greift Euphrosina von Toledo an. Mhm. Krieg gegen die Tyrannei. Sie ist auch immer noch Teil unserer Dynastie. Und es gibt weitere Legendenförderer. Herzog Odalrico. Aha, er ist der Herzog von Genua. Außerhalb unseres Reiches, sehr schön. Und unser Bruder, Gautier auch. Oh nein, aber unser Bruder. Unser Bruder ist an den Blattern hier, an der, wie hieß sie denn? Die Pocken von König Thomas erkrankt. Er ist dem Tode nahe. Er hat gelinderte Krankheitssymptome, aber dennoch. Fahnenflucht unter den Aufgeboten hat er auch, aber das scheint das geringere Problem zu sein. Uff. Es steht nicht gut um unseren Bruder. Und hier wird die Königin angegriffen. Ein interner Tyranneikrieg, nur damit dürfte sie klarkommen, aber mal schauen, ob sie sich nach uns erkundigt. Aber unsere Sorge gilt unserem Bruder. Puh, der sich aber glücklicherweise gerade in diesem Augenblick wieder erholt hat. Das sind gute Nachrichten. Es schließt sich jemand Neues an. Und unser Bruder hat aber leider aufgehört. Mehr Mythos als Legende. Auf ein Wort. Herr, mein Ritter Bernard Guillem tritt an mich heran und zeigt dabei äußerst besorgte Miene. Es geht um eure Legende. Gerüchten zufolge zweifelt Herzogin Ida an ihr und dies hat sich auch bereits am Hof herumgesprochen. Falls ihr das nicht schnellst unterbindet, fürchte ich, dass jeder Bauer in diesem Reich glauben wird, das sei nur eine Lüge. Diese Hinterhältige, wir kommen eine Rivalität mit ihr näher. Meine Worte haben mehr Bedeutung als ihre, oder lasst sie reden. Ja, wir sind der König.
Unsere Worte haben mehr Bedeutung. Diplomatie gegen Ränkespiel. Glauben die Leute uns? Oh, das ist sehr, sehr gut. Die Leute glauben uns. Stellt euch vor, ich vernehme ein Gerücht und gehe in mich und endlich wird mir klar, mein Ritter Ramir ist versiert in der Kunst der Intrige, versierter, als es den Anschein hat. Er macht mich doch ein wenig nervös. Es macht mich doch ein wenig nervös zu wissen, dass es da noch so jemanden bei Hofe gibt. Allerdings könnte ich einen erheblichen Nutzen daraus ziehen, wenn ich ihn dazu bringen könnte, mir zu vertrauen. Oh, er hat eine sehr, sehr gute Meinung von uns. Wir weniger von ihm. Wir könnten noch wachsamer werden. Nee, wir sind, glaube ich, niemand, der da irgendwo paranoid oder so etwas ist. Wir schauen mal, ob wir ihn überzeugen können. Es dauert viele Tage, doch endlich begegne ich Ramir zufällig, als er gerade allein ist. Werter Ramir, ich wollte eigentlich... Ihr kommt in einen Raum, in dem euer Ehepartner gerade einem jungen Pagen anschreit, weil dieser einen Teller fallen gelassen hat. Was tut er? Möchte er mich auf die Probe stellen? Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, ihn wissen zu lassen, dass wir so einiges gemeinsam haben. Nun gut, wir sind mitfühlend. Er nun eher gar nicht. Ja, wir beantworten die Frage, denke ich, nach unserem Charakter, nicht nach dem, was er wissen will. Jeder macht Fehler, ich verzeihe dem Pagen. Nun denn. Eine Sache, die mir noch aufgefallen war, waren unsere... Wir haben hier noch eine inaktive Auszeichnung, den Hirschritter. Leider haben wir da offensichtlich niemanden. Aber wir haben noch einige andere Auszeichnungen, wo Nachfolger gebraucht werden. Aber vermutlich, ja, ist das immer nur auch für eine Auszeichnung pro Zeit möglich. Nun denn. So, was macht denn diese Krankheit? Wann gehen denn diese Pocken wieder zurück? Er hält nachdenklich inne und fährt dann fort. Es geht wieder weiter um Ramir. Während eines Marsches in die Schlacht, gerade als ihr euer Lager aufschlagt, nähert sich euch ein Offizier. Er fragt, wie mit einem Spion zu verfahren sei, den man ertappt hat. Zuerst würde ich mich vergewissern, dass der Spion gut behandelt wird. Ich bin sicher, der Offizier wüsste, was zu tun ist. Ich würde mit dem Spion reden, mal sehen, was er zu sagen hätte. Nun denn, ich meine, wir sind auch faul. Ich glaube, der Offizier wüsste, was zu tun wäre. Er legt die Stirn in Falten und sein Blick wird kalt. Ihr trefft eine Entscheidung. Sagen wir, dass alle Steuern in einer Grafschaft steigen sollen und euch kommt zu Ohren, dass einer eurer Vasallen, steigende Steuern wären im Übrigen gar nicht schlecht, eure Entscheidung öffentlich in Frage stellt. Wie sieht eure Antwort darauf aus? Jeder hat seine Meinung, das würde mich nicht stören. Wenn mein Vasall die Entscheidung für schlecht hält, dann ist sie das wohl auch. Der ganze Hof würde von jedem einzelnen Fehler des Vasallen erfahren. Ja, das passt auch nicht wirklich zu ihm. Hier die zweite Entscheidung, die zweite Aussage aber auch nicht. Ich finde, keine passt so wirklich gut. Diese passt aber am wenigsten schlecht, sagen wir mal so. Jeder hat seine Meinung, das würde mich nicht stören. Huch, was ist denn jetzt mit unserer Frau passiert? Sein Gesicht wird von einem erstaunlich freundlichen Lächeln erhellt. Ihr scheint mir sehr weise. Er nickt mir höflich zu, bevor er mit leisen Schritten den Gang hinuntergeht. Begleitet mich doch, wir haben viel zu bereden. Ich sollte lieber bei dieser Charade mitspielen, zumindest fürs Erste.
Oh, wir erhalten ein Ränkespiel-Vorzug und er wird unser Mentor. Mhm. Er ist der Sohn unserer Hoftutoren. Schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Schnelle Hinrichtung. Ah. Hof der Schatten, Komplotte stören. Effektivität ist gut oder im Dreck wühlen. Geheimnisse aufspüren. Hof der Schatten. Klingt irgendwie auch relativ fies, aber ich finde, das passt dann doch irgendwie am besten. So, wie geht's unserem Bruder? Er scheint sich nachhaltig erholt zu haben. Das ist gut. Was machen denn die Pocken hier? 163 Tote hat es trotzdem schon gefordert. Aber bis nach Leiden hoch ist es zum Glück trotzdem nicht gekommen. Aber trotzdem auch andersrum nicht die richtige Gelegenheit oder noch nicht der richtige Zeitpunkt, um sich hier wieder aus der Abgeschiedenheit zurückzumelden. Vier Legendenförderer, naja. Und der ist jetzt gestorben und damit auch nicht mehr Förderer. Das ist aber schade. Meine Tochter Philomena ist ein ungewöhnlich ruhiges Kind. Wenn andere ihre wilden Spiele spielen, zieht sich Philomena oft in eine stille Ecke zurück. Sie redet nicht viel, doch man spürt, dass sie ständig über etwas nachdenkt. Sie wird entsprechend nachdenklich. Nun denn. Aha, unser Bruder hat jetzt sich dazu entschlossen, wieder zu fördern. Und der Tyranneikrieg hier ist auch beendet. Das hat sie dann ganz alleine und ohne unsere Hilfe offensichtlich ganz hervorragend geschafft. Erinnert ihr euch? So erzählt mir doch, Herr, sagt unser Hofchronist Tista. Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken und ich sehe, wie er mit der Hand winkt und dabei mit der Feder Tinte über dem ganzen Boden verteilt. Erinnert ihr euch noch, ihr besiegte Dat bei der Schlacht von Valentinus? Das ist es sicher wert, der Legende hinzugefügt zu werden. Habt ihr mich denn nicht gehört? Gern, ich könnte die Zeit besser nutzen, nicht meine Aufgabe. Okay. Ach, das war eine tolle Begebenheit. Ich habe nicht das Bedürfnis, das wieder auszugraben. Auch hier könnte es sein, dass die Leute nicht überzeugt sind. Also, ich würde tatsächlich hierzu tendieren, eigentlich nach seiner Faulheit zu entscheiden. Da das aber für ihn dieser Krieg gegen Dat und damit im Grunde, dass er seinen gehassten Regenten ein für alle Mal losgeworden ist, finde ich so entscheidend für ihn, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er darüber gerne berichtet, wenn auch die Chancen nicht so gut sind noch in Erinnerung, dass er hier erfolgreich ist, immerhin ein Viertel. Aber jeder erinnert sich, es ist erfolgreich gewesen, sehr, sehr schön. Und wir haben einen Nachfolger hier gefunden. Ist er dann automatisch hinzugefügt? Nein, müssen wir selber tun. Raimondo. Bis wann ist das nicht verfügbar? Bis 72. Oh, das ist ganz schön lange. Mein Gott, diese Legende hält uns aber ganz schön auf Trab. Familienangelegenheiten. Das ist sehr seltsam, Herr. Wahrlich höchst seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wisst ihr vielleicht etwas damit anzufangen? Tista überreicht mir ein Stück Vellum, das in irgendeiner staubigen Ecke eines alten Hauses ausgegraben wurde. Ich sehe es interessiert an, bin mir allerdings nicht sicher, was er meint. Seht doch nur, eure Blutlinie taucht nirgendwo in dieser Liste auf, klärt er mich mit etwas auf, von dem er offenbar meint, es wäre hilfreicher Liebreiz. In Wirklichkeit verdüstert es meine Stimmung, jedoch nur noch mehr. Das könnte meinen Legitimationsversuch ernsthaft schaden. Unsinn, seht doch, da steht der Name meines Vaters. Eine Diplomatie-Herausforderung.
Wir müssen das geheim halten, streng geheim. Oder wir werden nach anderen Dokumenten suchen müssen. Nein, ich finde, hier passt es ganz gut. Sein Intrigenspinner und seine Faulheit, dass wir versuchen, das geheim zu halten. Ja, es kann natürlich sein, wenn das wirklich ein unglaublich altes Dokument hier ist, dass die Delacote, die ja erst vor, nun gut, mittlerweile auch, wann haben wir denn gestartet? Naja, ziemlich genau 200 Jahren, ehrlicherweise. Ja, hier sieht man es auch. Ach, witzig, wusste ich gar nicht. 203 Jahre, um genau zu sein, die seit 203 Jahren hier erst natürlich in Leiden unterwegs sind. Was ist denn hier passiert? Na. Jetzt sind wir hier nicht informiert. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Schaut mal, was hier steht. Heiliges Römisches Reich. Das gibt's doch nicht. Gut, aber um diesen Gedanken eben zu Ende zu bringen, dass wir nicht informiert worden sind, oder nicht informiert worden sind, aber dass tatsächlich dieses Dokument so alt ist, dass das tatsächlich noch keine Aufzeichnung über unsere Delacote enthält. Ja, dementsprechend müssen, oder ist zumindest Mikkel der Meinung, dass wir das geheim halten müssen. Aber es gibt einen weiteren Förderer, aber das Ganze spricht sich leider herum. So, und jetzt müssen wir uns anschauen, was hier passiert ist. Ist hier leider doch der Graf von Bastia ist das? Graf Hatto geißelte sich am Ende des Tages zu Tode. Er hatte ja diese sehr alte Gemahlin. Oh, er litt aber auch unter den Blattern. Wir können fast froh sein, dass es nicht der Papst geerbt hat. Er hatte diese sehr, sehr alte Gemahlin, die war gestorben, schon vor einiger Zeit. 65. Er hat aber irgendwie nicht neu geheiratet, wie es aussieht, und dementsprechend keine Erben gehabt. Und jetzt ist es tatsächlich hier, also ein Herzstück ist hier herausgerissen worden und das gehört auch noch hier zum Dauphinat von Vinoy. Also das ganz ehrlich, etwas, was nicht sein kann und nicht sein darf. Aber ich fürchte, 23.000 Mann, oh mein Gott. Schaut mal, was der für Ansprüche hat. Gab es nicht irgendwo eine Möglichkeit, hier de jure Territorium überzeugen? Wir könnten jetzt unseren Bruder damit beauftragen, aber ich fürchte, das Ganze dauert eine halbe Ewigkeit. 14 Jahre. Und dann ist ja die. Nötigt den Herrscher, sie an den de jure Lehnsherrn zu übergeben. Also würde das nach 14 Jahren dann tatsächlich und sicher funktionieren? Das ist trotzdem eine sehr, sehr lange Zeit. Wir sehen hier, das Steuern eintreiben bringt 0,3 im Monat. Aber ein Krieg gegen das Heilige Römische Reich ist auch nicht ohne, das mächtig ist. Sein Verbündeter, der Herzog von Krain, ist immerhin intern, der bringt ihm nicht wirklich etwas. Schwierig, unschön, eine unschöne Erbschaft, die hier ein Stück Herz heraus gerissen hat, will man sagen. Tja, ich denke, darum wird gefochten werden. Das kann Mikkel nicht auf sich beruhen lassen. Ich meine, das gehört auch noch zu seinem Dauphinat. Das ist ein Stück des Herzens von Burgund. Dass das Teil des Heiligen Römischen Reiches ist, das kann und darf, fürchte ich, so nicht akzeptiert werden. Allerdings, nun ja, er befindet sich in der Abgeschiedenheit. Es gibt hier noch so eine andere Grippe, aber die ist doch woanders unterwegs, oder? Kaltsäftgrippe. Okay, die ist hier unten, wurde uns trotzdem angezeigt. Ach, diese Pocken des Königs sind schon anstrengend.
Gut, gucken wir mal, wann sich die Krankheit hier zurückzieht, wann sie besiegt ist, sodass wir hier wieder aus dem Schatten treten können, um zu agieren. Das aber dann nicht mehr in dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste, freue mich wie gehabt und wie immer, wenn auch ihr wieder dann mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.